Ja, servus zusammen beim neuen Podcast vom Bayern Insider von Falki, euer Markus Weinzierl. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, es brodelt beim FC Bayern. Natürlich aufregende Woche. Die 3 Punkte vom Freiburg stehen auf dem Spiel. Und dann, über das werden wir heute ausführlich reden, das 0:1 bei Villarreal. Ja, wer hätte das gedacht? Natürlich, wir haben gewarnt, wir haben es gesagt, das gelbe U-Boot kann gefährlich werden, aber geglaubt hat es natürlich wieder niemand und prompt ging schief. Und plötzlich steht alles in Frage. Nach vielen Wackelspielen, ein paar glücklichen Siegen, ist natürlich jetzt Nagelsmann unter Druck. Tut mir leid persönlich, weil ich finde, er kann nicht so viel dafür, weil der Kader, den hat er sich so nicht gewünscht. Aber das alles, das möchte ich jetzt besprechen mit meinem lieben Kollegen Tobi Altscheffel, weil Tobi Altscheffel, der war vor Ort im Villarreal und darum soll er uns jetzt eine Einschätzung geben. Vorher wollen wir aber nochmal reinhören, wie unser Trainer Julian Nagelsmann diese Niederlage einschätzt. Grundsätzlich haben wir heute kein gutes Spiel gemacht. Defensiv wie offensiv, selten in die Abläufe gekommen, selten so richtig aggressiv Fußball gespielt in allen Phasen des Spiels. Am Ende natürlich ein bisschen glücklich, dass es aus unserer Sicht nur 1-0 für den Gegner ausgeht. Wir hätten, glaube ich, schon noch 1-2 Tore mehr machen können. Wir hatten auch 1-2 Situationen, wo wir ein Tor machen können, aber es wäre, glaube ich, nicht 100% verdient gewesen. Heute haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht in allen Bereichen. Aber dadurch, dass es nur 1-0 ist, lebt auf jeden Fall die Zuversicht auch für das Rückspiel. Wir werden sicherlich auch ein anderes Gesicht zeigen, weil wir es müssen natürlich, weil wir es auch können und definitiv anders auftreten, als wir es heute gemacht haben. Bayern Insider. Servus Tobi. Servus Falki, freut mich, dir gegenüber zu sitzen mal wieder. Ja, wir sitzen hier in unserem schönen Büro am Münchner Isartor. Ich kann sagen, Tobi ist jetzt gerade frisch aus der Maschine von Valencia. Man fliegt ja von Valencia aus zurückgekommen. Tobi, du warst in der Maschine der Bayern. Neuerdings, die Spieler sind aktuell nicht an Bord, hat Corona-Folgen immer noch, aber die Bosse waren dabei. Die Bosse waren dabei in der ersten Reihe. Oliver Kahn, Platz 1a. Präsident Herbert Hainer, Platz 1c. Wir ein bisschen weiter hinten und man kann erzählen, genauso wie die Bayern von Villarreal durchgeschüttelt wurden auf dem Spielfeld, ist das uns im Flieger so ergangen. Es war ein großer Orkan vor der Landung über München. Wir haben sogar kurz mal die Meldung bekommen, es könnte sein, dass wir nicht landen können. Also war eine wackelige Angelegenheit in Spanien und auch im Flieger im Anflug nach München. Tja, wackelig waren die letzten Wochen der Bayern auch. Tobi, bevor wir zum Spiel in Villarreal kommen, Freiburg, die 3 Punkte sind aktuell noch in der Luft, praktisch am grünen Tisch. Ich finde es wirklich bitter für Katlin Krüger, die tut mir ein bisschen leid, die falsche Rückennummer hochgeholt hat. Die 29 hat sie angezeigt, statt die 11. Eigentlich war die 29 immer nur eine Ausweichnummer für Kingsley Coman, weil damals er die 11 ja nicht bekommen konnte, hat er die 2+9 genommen, ist gleich 11. Und Katlin Krüger, muss man sagen, die ist inzwischen Mutter geworden, ist eigentlich bei Auswärtsspielen gar nicht mehr dabei. Aber diesmal hat sie nochmal eine Ausnahme gemacht in Freiburg, weil da der Teammanager aufhört, hat sich wahnsinnig gewünscht, dass sie nochmal kommt, um sich zu verabschieden. Und dann fährt sie da extra hin und dann passiert ihr dieser blöde Fauxpas. Ja, so wie du sagst, sie hat eigentlich aus persönlichen Gründen, weil sie dem Teammanager die Ehre erweisen wollte, den Gefallen tun wollte, die Reise angetreten. Dann die falsche Nummer hochgehalten, aber eigentlich gibt es ja auch einen vierten Schiedsrichter, der da an der Seite steht, der sich darüber Gedanken machen könnte und der auch einschreiten könnte. Auf der anderen Seite, bei Sabitzer dachte ich mir auch, der läuft auf das Spielfeld, obwohl der Spieler, für den er kommt, noch nicht runter war. Kann man auch mal sagen, vielleicht nicht ganz so glücklich, aber der Einspruch, ich finde ihn nicht gut, aber die Freiburger müssen es anscheinend machen. Ich glaube trotzdem, am Ende bleiben die Punkte bei den Bayern. Tja, und Julian Nagelsmann, der war, finde ich, berechtigterweise ziemlich sauer. Die Schiedsrichter, die es eigentlich wirklich zu verantworten gehabt hätten, 4. Schiri war eigentlich schuld nach den Regeln, aber hilft ihnen jetzt alles nichts. Und das Spiel bei Villarreal hat der schlechten Laune keinen Abbruch getan. Ja, Tobi, während der Bayern-Insider wieder das Trockenbrot der Liga aß und in Augsburg gegen Mainz als nächsten Gegner beobachtet hat, hast du eine schöne Reise nach Villarreal gehabt. Ich muss da natürlich sagen, wir haben ja immer so ein bisschen Deal, wir wechseln uns ab. Ich habe auf Liverpool im Halbfinale gesetzt und
Habe ich mich verpokert? Tja, möglicherweise. Ich kann ja sagen, die Reise war schön nach Villarreal. Natürlich das Spiel für die Bayern-Insider, für die Bayern-Fans nicht so schön, aber grundsätzlich das Stadion, das ist eine tolle Atmosphäre. Also man denkt ja immer nur Liverpool, Anfield Road, die großen Stadien, dass das Champions League Flair ist. Aber auch bei so einer Stadt, bei so einem Verein da mal dabei zu sein. Wir haben gesehen, wie der Bus von Villarreal kam, wie dann die ganzen Straßen voll waren mit Menschen, die gelbe Fähnchen durch die Luft gewedelt haben. Also es war schon auch eine tolle Atmosphäre. Und ja, beim Spiel haben die Bayern vielleicht gedacht, kein so großer Name, geht etwas entspannter, aber war dann genau das Gegenteil der Fall. Ja, man muss ja wirklich sagen, die Bayern haben sich auch in den letzten Wochen nicht immer so richtig geschickt angestellt. Also ich habe auch aufgehört, Karim Benzema, der wirklich einen wahnsinnig guten Abend gehabt hat, und zwar in London, 3 Tore geschossen. Der hat schon gesagt, wenn ich mir die Bayern diese Saison so anschaue, von denen muss man jetzt nicht so Angst haben, weil die Abwehr, die ist ja alles andere als Bayern-like, die ist wackelig, die sind kein Favorit und es hat sich bewahrheitet. Also wenn ich mir das wieder angeschaut habe, das ging zu einfach. Ja, also bei Benzema, was er gesagt hat, war ja total richtig. Er hat gemeint, manchmal laufen 4 Angreifer auf 2 Bayern-Verteidiger zu und das kennt er nicht von Spitzenmannschaften und das ist ja ein Fakt, dass das passiert. In Villarreal natürlich in der zweiten Halbzeit musste Bayern was riskieren, aber ich dachte mir dann irgendwann so um die 70., 75. Minute, wenn Pep Guardiola dieses Spiel gesehen hätte, er hätte wahrscheinlich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, weil das war ein Harakiri, hat Nagelsmann gesagt, ein Hin und Her, Ballverlust, auf einmal spielt der Manuel Neuer dem Gegner den Ball in den Fuß, dann wieder ein Angriff, wo ein Spieler frei aufs Tor zuläuft von Villarreal, also es war ja deren Unfähigkeit geschuldet, dass nicht mehr Tore gefallen sind. Ja, es war eine wilde Nummer und so sind die Bayern kein Champions League Favorit. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, am Ende muss immer der Trainer den Kopf hinhalten. Ich sag ja, Julian Nagelsmann hat das alles so ein bisschen kommen gesehen. Wir wissen, es grummelt in ihn. Er macht den Hansi Flick, wir erinnern uns, ist mit der Transferpolitik nicht glücklich, aber er ist natürlich solidarisch. Er weiß um die Umstände, aber er hat darauf hingewiesen. Und jetzt sieht man, da fehlt es halt dann doch ein bisschen an der Qualität. Einerseits ja, also vor allem bei der Qualität hinten raus. Andererseits war er jetzt bei dem Spiel in dem glücklichen Umstand, dass eigentlich der ganze Kader zur Verfügung war. Also er musste ja harte Entscheidungen treffen. Goretzka saß am Anfang draußen, Sané saß draußen, Süle saß draußen. Das sind schon 3 Topspieler für Einwechselspieler. Also es lag jetzt nicht nur am Kader, meiner Meinung nach, in Villarreal, sondern auch auf dem Feld hat nicht viel gestimmt. Also wenn man anschaut, Offensivaktionen, Automatismen, wenig da. Wenn, dann musste Kingsley Coman immer mal wieder den Ball fordern. Nagelsmann hat selbst gesagt, Taktik ist nicht so richtig aufgegangen, schlechte Verlagerungen, zu schnelle Verlagerungen. Also es war auch wenig da, was so die Handschrift des Trainers gekennzeichnet hat in diesem Spiel. Tja, da sind wir schon wieder bei der Schuldverteilung. Unser Chefredakteur Matthias Brüggelmann hat geschrieben davon, dass jetzt die Troika eigentlich, Oliver Kahn, Brazzo und Nagelsmann in Frage gestellt würden, wenn es jetzt am Wochenende gegen Augsburg wieder schief geht. Und vor allem im Rückspiel gegen Villarreal schief geht. Und Villarreal, natürlich. Mhm. Da darf man nicht vergessen. Also Meisterschaft, wenn die jetzt gegen Augsburg, und das ist ein unbequemer Gegner, 2-mal gewonnen. Es spricht der Augsburg-Insider mir gegenüber. Ja, dann 3 Punkte vom Freiburg vielleicht weg, dann ist Dortmund auf 3 dran. Dann wackelt die Meisterschaft, es wackelt die Champions League. Ich glaube, das wäre natürlich gegen Villarreal schon sehr, sehr eine Schmach für Bayern auszuscheiden. Dann steht natürlich alles in Frage. Tobi, was sagen wir? Wie viel Schuld trägt der Trainer, wie viel der Vorstand? Prozentual schlecht einzuschätzen oder schwierig einzuschätzen, weil wie gesagt, der Kader war beim Spiel am Mittwoch okay, aber Schuldfrage ganz schwierig. Es wäre eine Riesenblamage. Wir haben gestern nach dem Spiel in der Nacht überlegt, wann hat Bayern zuletzt so hoch verloren oder sich so, nicht so hoch, aber sich so blamiert. St. Petersburg 2008, noch im UEFA-Pokal. Also lang her, dass es so eine Klatsche in der K.O.-Runde gab, wo man sagt, die tut richtig weh und die war auch richtig peinlich. Tja, wir sind uns ja eigentlich grundsätzlich immer einig. Ich bin bei der Qualität immer noch so ein bisschen nicht ganz so zufrieden. Ich habe da Szenen vor Augen, wo an Upamecano der Ball vorbeigelegt wird. Der Pavard, der sah auch wieder nicht gut aus, auch beim Gegentor. Ich finde, es fehlt Qualität. Nominell in der Abwehr definitiv. Also wenn man sich anschaut, wie Upamecano teilweise noch Probleme hat, wie Pavard, der eigentlich nicht außen spielen will, dann doch wieder dort ist, aber auf die Position in der Mitte drängt. Also so ein Abwehrchef würde vielleicht doch gut tun. Hat jetzt bei Real auch wieder David Alaba ganz gut gemacht. Und ja, ich glaube nicht, dass die Meisterschaft in Frage steht, aber ich gebe trotzdem unserem Chef recht, Matthias Brüggelmann, selbst mit Meisterschaft und aus im Rückspiel gegen wieder Real wird sehr viel in Frage gestellt. Tja, und du hast David Alaba angesprochen. Ich weiß noch, Hansi Flick, der hat es wirklich beim Vorstand hinterlegt. Er hat gesagt, den dürft ihr auf gar keinen Fall gehen lassen. War mit ein Grund, warum Hansi dann irgendwann auch mal die Nase voll hatte. Der hat es kommen sehen. Ich finde, die Entscheidung, keinen Innenverteidiger zu holen, ist falsch.
Ich glaube, die brauchen einen. Wir werden später noch über die Transferpolitik sprechen, aber das kann man in der Saison natürlich nicht mehr reparieren. Nichtsdestotrotz, Tobi, wir wissen, wenn es schief geht, dann brodelt es erst richtig. Intern, extern werden wir es brodeln lassen, sind wir mal ehrlich. Aber Nagelsmann, ich glaube, der wird da nicht mehr alles so einfach mittragen. Ja, dieses Grummeln, das du schon angesprochen hast, vielleicht wird er dann mal einen Schritt weitergehen, so wie es Hansi Flick auch gemacht hat, sogar sehr schnell gemacht hat als Bayern-Trainer und öffentlich sagen, wo er Nachholbedarf oder wo er Transferbedarf sieht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand an Nagelsmanns Posten sägen wird oder dass der in Frage gestellt wird. Es wird vielleicht alles in Frage gestellt, aber sicher nicht die Trainerfrage gestellt, ob Nagelsmann jetzt noch der Richtige ist. Auf den hat sich der Verein eingelassen, mit dem ist man sehr zufrieden, auch mit seinem öffentlichen Auftreten, und der muss sicher nicht bangen, auch nicht, wenn es jetzt gegen Villarreal schief gehen sollte, was wir alle nicht hoffen. Gut, also wir werden das Problem heute nicht lösen, wir haben die Probleme angesprochen, ich sehe ja auch die Gefahr, dass wir Flick 2.0 erleben, wenn Nagelsmann dann im Kritik im Kreuzfeuer stehen würde. Ich glaube auch, Bayern kann das noch schaffen. Darf man nicht vergessen, die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, spielt den Bayern in den Karren 1-0. Es wäre schwierig, sowas aufzuholen, wenn man ein Gegentor beim Heimspiel bekommt, aber so ist noch alles drin und hoffe mal, dass ich nach Liverpool fahren darf. Und man muss ganz ehrlich sein, ich erinnere mich an so viele Spiele, K.O.-Phase, Bayern hat mal in Basel 1-0 verloren. Da haben wir schon gesagt, oh Gott, was passiert jetzt, wenn sie ausscheiden? Bayern, Salzburg, Hinspiel 1-1. Wir haben auch überlegt, oh, was passiert jetzt? Und normalerweise Bayern, Allianz Arena, sichere Nummer. Also ich glaube, das wird schon noch gut werden und ich gönne dir natürlich die Reise nach Liverpool. Ich war ja schon so oft da. Gut, das letzte Mal waren wir Gott sei Dank gemeinsam da, Tobi. Korrekt. Und ja, schauen wir weiter. Jetzt wollen wir mal ganz kurz wieder auf die Bundesliga blicken, bevor ich mit Tobi dann nochmal in die Transferpolitik gehe. Bayern Insider. Beim Blick auf die Tabelle könntest du jetzt zu Recht sagen, was reden denn die ganze Zeit vom Brodeln? 9 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Ja, so ein Brodeln, das würden sich 17 andere Bundesligisten sehr, sehr wünschen. Aber die 3 Punkte gegen Freiburg, wie gesagt, die wackeln. Und dann kommt der FC Augsburg. Auch da könnte man sagen, ja, Bayern war doch gegen Augsburg 13 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Ja, aber dann kam Markus Weinzierl. Markus Weinzierl, das ist der personifizierte Bayern-Schreck. 3-mal konnte er schon gegen Bayern gewinnen. Das ist wirklich eine super Bilanz. Aber eins hat der Markus auch noch nicht geschafft. Und zwar, das hat Augsburg nämlich generell noch nicht geschafft, in 2 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Duellen gegen Bayern punkten. Ja, aber nach dem 2-1-Sieg in der Hinrunde traut man dem Markus auch das zu. Ob er das auch diesmal mit Augsburg machen kann und vor allem, wie er das machen will, das ist die große Frage. Und um darauf eine Antwort zu bekommen, dafür rufen wir den Markus jetzt an. Der Legenden-Talk. Markus Weinzierl. Servus Markus, da ist der Falki. Falki, servus. Grüße dich. Du, erstmal Glückwunsch, 2. Sieg in Folge. Ich war im Stadion, war ein sehr, sehr hitziges Spiel, möchte ich mal sagen. Was nimmst du so mit aus der Partie? Ja, die 3 Punkte, die waren unheimlich wichtig und die nehmen wir gerne mit. Ansonsten hast du recht, war ein sehr intensives Spiel und ja, sehr enges Spiel auch, wo wir mit Glück gewonnen haben. Aber die Punkte tun uns gut und darüber sind wir sehr, sehr froh. Ja, Markus, ich freue mich vor allem, dass du in doppelter Funktion da bist. Du bist ja nicht nur dann am Wochenende der Gegner des FC Bayern, sondern du hast auch Stallgeruch. Ich habe ein bisschen in deiner Vita nochmal nachgeguckt, wie viel das genau Stallgeruch war. Und ich habe gezählt, 113 Spiele bei den Bayern-Amateure, 10 Tore von 95 bis 98 beziehungsweise auch 99. Wie erinnerst du dich so ein bisschen an die Zeit? Stimmt, war von 95 bis 99 waren das 4 super Jahre für mich. Es war die schönste Zeit als Spieler. Wir haben damals richtig, richtig Spaß gehabt an der Säbener Straße täglich zu trainieren und dann auch oben mit dabei zu sein. Giovanni Trapattoni hat mich damals dann auch hochgezogen und war die letzten 1-2 Jahre dann eben auch im Profikader mit dabei. War eine sensationelle Zeit und da habe ich nur positive Erinnerungen daran. Tja, du sprichst es an. 98, 99 wurdest du dann im Profikader offiziell geführt. Ich habe mal geschaut, also bei dir steht im Steckbrief Libero. Würdest du dich selber noch als Libero bezeichnen?
Nein, ich habe relativ offensiv begonnen und bin dann immer weiter nach hinten gerückt. Also Libero hat es damals zwar noch gegeben, das stimmt, aber es war dann häufig auch mal entweder Außenverteidiger oder Innenverteidiger oder Sechser. Also im Endeffekt habe ich viele Positionen gespielt. Und die Libero-Position war auch dabei, das stimmt. Also liebe Kinder, die jetzt zuhören, der Libero, den gab es früher mal, der war hinter der Dreierkette sozusagen, der letzte Mann. Der hatte oft mal so einen Ausputzer vor sich, der ihm die Bälle weggeschlagen hat, wenn es sein hat müssen. Also, so ungefähr, genau. Aber darauf wollen wir dich nicht reduzieren. Ich habe jetzt mal geschaut, du warst 7-mal auf der Bank, zu einer Einwechslung kam es aber nie. Nee, das stimmt. Also ich bin damals zu den Bayern Amateuren 95. Ich habe die ersten 1-2 Jahre eben da auch trainiert und gespielt. Und dann war es ein Spiel, wo Giovanni Trapattoni damals auf der Tribüne gesessen ist, zusammen mit Egon Cordes, der damals Co-Trainer war. Und da habe ich den beiden gefallen. Und am nächsten Tag war ich dann bei den Profis, das war 97, glaube ich, war dann oben eigentlich die ganze Zeit und habe mit denen trainiert und habe dann auch so einen Jungprofi-Vertrag damals unterschrieben. War auch auf der Bank, aber leider hat es nicht zu einer Einwechslung gereicht. Es war damals auch so, dass ich häufig verletzt war und da immer wieder auch Probleme gehabt habe, aber die Trainingseinheiten waren sehr, sehr lehrreich und sehr, nochmal, es war eine super Zeit. Als Jungprofi ist man da schon ins Büro von Uli Hoeneß damals marschiert oder hat es eine Abteilung drunter geregelt? Nein, das hat Uli Hoeneß damals gemacht. Also ich war täglich auch in der Profikabine, habe einmal mit ihm dann auch über einen Vertrag gesprochen und das war zwar gleich erledigt und hat alles wunderbar gepasst, aber da hat es natürlich schon auch die Berührungspunkte gegeben. Wenn du sagst, ich habe mit ihm gesprochen, hast du da selber für dich verhandelt oder hattest du da damals einen Berater schon? Nein, ich habe keinen Berater damals gehabt. Das war auch im Endeffekt gleich vorbei. Er hat gesagt, willst du das machen? Habe ich gesagt, ja, das und das. Habe ich gesagt, ja, genau. Und dann habe ich mich gefreut, oder war stolz ohne Ende. Und habe dann sogar, das weiß ich noch, da waren wir damals dann in Sardinien im Trainingslager und das hat so lange gedauert irgendwie. Oder das, glaube ich, nicht vergessen oder was. Aber auf jeden Fall habe ich den Vertrag halt schon wochenlang nicht bekommen gehabt und war schon ein bisschen so, soll ich mal nachfragen, soll ich nicht nachfragen. Und dann habe ich mich aber getraut und dann hat er gesagt, also Markus, wenn ich dir die Hand drauf gegeben habe, dann ist das auch so. Das, was ich ja nie in Frage gestellt habe, aber das war so seine Antwort und das war ja definitiv der Fall. Wenn er was gesagt hat, dann war das auch wie ein Vertrag und das kann ich mich noch erinnern. Tja, so ein junger Kerl wie du damals warst, traut man sich da einmal nachzufragen, wenn man dann über Finanzen spricht oder hat man dann gesagt, egal was da drin steht jetzt in dem Vertrag, das unterschreibe ich sowieso wegen der Chance? Und definitiv, ich war als Kind schon Bayern-Fan und wollte unbedingt irgendwann mal da spielen. Und da ging es nicht ums Geld, sondern da ging es darum, täglich eben an derselben Straße sein zu dürfen, da dabei sein zu dürfen. Und die Spiele im Olympiastadion hat es ja die Allianz Arena noch nicht gegeben. Das war ganz was Besonderes und da Teil von dem Kader zu sein, beziehungsweise täglich auch mit den Superstars da zu trainieren. Ja, das war das Größte für mich und dementsprechend sind auch die Erinnerungen daran. Tja, über den Kader müssen wir natürlich auch nochmal reden. Ich meine, da sind ja wirklich äußerst prominente Namen dabei. Ich meine, Oliver Kahn ist jetzt der Vorstandsvorsitzende, Salihamidžić ist der Sportvorstand. Und wenn man sich mal deine Konkurrenten anschaut in der Verteidigung, gegen die du dich jetzt durchsetzen müssen, Babbel, Helmer, Kufur, Linke, da hattest du natürlich schon einige Brocken vor dir. Absolut, also das war wirklich eine großartige Mannschaft und es war auch die Zeit 99 zum Beispiel in Barcelona gegen Manchester, war ich auch auf der Tribüne gesessen. Also das war sehr ereignisreich und die Konkurrenz war wirklich, wirklich gut und groß und war auch die Zeit, wo Uli Hoeneß mal gesagt hat, dass ein Trainingsspiel von Bayern München mehr wert ist wie ein Bundesligaspiel. Also von daher war das auch so, dass wirklich eine riesen Konkurrenz und super Spieler da in der Kabine waren. Ja, wie du gesagt hast. Also ich saß Was sie bis heute nicht geändert hat. Ich wollte gerade sagen. Das ist einfach Bayern München. Das ist echt hohe Trainingsqualität. Ich bin damals auch schon auf der Tribüne gesessen, also vielleicht haben wir uns damals schon knapp verpasst. Warst du Haupttribüne? Ja. Aber wo genau, weiß ich vielleicht gar nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall da irgendwo hinter der Spielerbank, also so schräg dahinter. Bist du noch aufs Bankett dann gegangen oder hast du es dann nach diesem... Nee, ich bin dann gleich wieder zurückgeflogen nach dem Spiel, weil wir dann mit den Amateuren, glaube einen Tag oder zwei Tage später ein Spiel gehabt haben. Also von daher, die Feierlichkeit oder
diese Nichtfeierlichkeit, wie man es auch nennt, war ich nicht mehr dabei. Also ich kann sagen, es ging sehr feuchtfröhlich her und war damals gar nicht so wie eine Niederlage gefühlt die Feier. Okay, das glaube ich. Ja, Markus, du hast da dieses Bayern-Gehen offenbar mehr verinnerlicht, als sie da einige gewünscht hätten beim FC Bayern, weil jetzt bist du Trainer und die Trainerstatistik von dir, wenn man auf Bayern schaut, also 21 Spiele hat Augsburg jetzt dann gegen Bayern gemacht, nur 3 wurden davon gewonnen. Und bei allen 3 Partien, da war der Markus Weinzel der Trainer. Ja, also es stimmt, dass wir 3-mal jetzt gegen Bayern gewonnen haben in meiner Zeit als Trainer und im Oktober auch mit 2-1 gewonnen haben. Von daher ist es eine gute Bilanz, weil gegen Bayern München verlierst du normalerweise oder bist zumindest große Außenseiter und brauchst einen Sahnetag, dass du mal einen Punkt mitnimmst. Aber zu gewinnen gegen Bayern ist sehr, sehr selten und darüber bin ich auch sehr froh oder beziehungsweise sehr stolz, dass wir es schon 3-mal geschafft haben. Tja, darauf kannst du ja stolz sein. Ich meine, du bist jetzt bei Augsburg zurück, hast in der Hinrunde, wie gesagt, 2-1 gewonnen über Julian Nagelsmann. Wenn man die anderen 2 Siege anschaut, April 2014 1-0, damals Möllers der Torschütze, Mai 2015 auch 1-0, da sogar in München, Bobadilla der Torschütze und 2-mal über Guardiola triumphiert. Also ich meine, ich glaube, das kann man sich dann auch mal in den Trainersteckbrief schreiben. Ja, das stimmt. Also ich war eine Woche mal bei Pep in Manchester zum Hospitieren und darüber haben wir auch gesprochen und das hat er nicht vergessen. Und das sind schon schöne Siege, die auch in Erinnerung bleiben. Was man ehrlicherweise sagen muss, was es aber für mich jetzt nicht schmälert, aber das war immer schon zum Ende der Saison, wo Bayern auch schon deutscher Meister war. Aber jetzt im Oktober war es eben ein anderer Zeitpunkt und von daher glaube ich, ist der Sieg jetzt für uns am meisten wert, weil es einfach im Oktober, ohne dass irgendwas entschieden war, passiert ist. Und aber insgesamt waren alle 3 Siege schön. Gibt es denn sowas wie einen Bayern-Code, den du vielleicht am Ende geknackt hast? Nein, weiß ich nicht. Das gewinnen auch andere mal gegen Bayern, aber gegen Bayern, glaube ich, ist wichtig, dass man mutig ist und das ist uns ein paar Mal schon gut gelungen. Ich habe aber auch schon höher gegen Bayern München verloren, also das ist auch immer wieder, wie du Bayern München gerade erwischt. Jetzt am Wochenende zwischen den 2 Spielen Villarreal ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, aber trotzdem haben die Bayern so viel Qualität, dass sie immer der große Favorit sind. Aber wenn du mutig bist, wirst du auch manchmal belohnt und bei uns war es 3-mal der Fall. Tja, du sagst es, Villarreal kann für euch ein Vorteil sein, kann für euch aber auch ein Nachteil sein. Jetzt haben sie in Villarreal verloren. Bei Freiburg wissen sie nicht einmal, ob sie die Punkte bekommen. Die könnten natürlich auch wirklich heiß sein, jetzt endlich mal wieder einen Sieg einzufahren. Glaubst du, ihr kriegt das ab oder hoffst du ein bisschen drauf? Na, da ist momentan ein bisschen Unruhe drin. Ja, Unruhe weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass am Dienstag das Spiel für die Bayern schon brutal wichtig ist und das Bundesligaspiel jetzt eigentlich stört. Also wir kommen nicht gerade angenehm, glaube ich, egal welches Spiel es wäre. Also der Fokus liegt auf Dienstag und von daher müssen wir unangenehm sein. Und ist immer so, wenn du Bayern München spielen lässt und wenn die Spaß und Lust finden und die Räume groß sind, dann wird es ganz schwer und da müssen wir eben gut agieren und ein unangenehmer Gegner sein. Das werden wir probieren. Aber ich glaube schon, dass das Spiel am Dienstag für Bayern München der größere Fokus ist und wichtiger ist. Klingt nach einem guten Spiel. Ist noch nie 0-0 ausgegangen zwischen den 2 Mannschaften. Wenn man sieht, ihr wollt mutig sein. Ihr werdet euch also nicht verstecken. Und wenn man Hahn und Niederlechner jetzt gesehen hat gegen Mainz, da seid ihr schon welche da vorne drin, die da wirklich unermüdlich ackern und den Gegnern richtig auf den Sack gehen. Das ist unsere Basis. Also auch im Laufe der Saison haben wir uns da entwickelt und waren jetzt auch in der Rückrunde, gestern jemand von Sky mir eine Statistik vorgelegt, die sprintstärkste Mannschaft. Also das muss eben unsere Basis sein, dass wir anlaufen, dass wir ja nochmal unangenehm sind und den Bayern keine Luft lassen. Das wird der Plan schon auch sein, obwohl es natürlich auch tiefere Phasen geben wird in diesem Spiel, weil Bayern einfach dominanten Fußball auch spielt und Qualität hat. Aber es gilt so hoch wie möglich oder eben so aktiv wie möglich, unser Tor zu verteidigen. Aber das werden wir sehen, wie gut wir das hinbekommen. Bayern München ist natürlich auch individuell super besetzt. Wunderbar. Wir werden sehen. Ich werde auch wieder da sein, werde euch natürlich genau beobachten. Eine Frage, Markus, noch. Wenn du jetzt Freiburg nochmal siehst, wir haben kurz darüber gesprochen, mit dem Einspruch,
Du als neutraler Bundesliga-Trainer, kannst du verstehen, dass der Nagelsmann ein bisschen sauer ist? Oder kannst du eher die Freiburger verstehen, die sagen, müssen die fast machen? Was hättest du gemacht in der Situation? Ach, weiß ich nicht, da bin ich mir jetzt nicht so rein versetzt, aber ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Natürlich ist es für den Spielausgang überhaupt nicht relevant, diese 18 Sekunden. Auf der anderen Seite geht es halt in dem Bereich dann auch schon um sehr, sehr viel Geld und dann überlässt man es dem DFB, das zu überprüfen. Man kann es schon auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, nochmal sportlich, hat es natürlich überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis. Deswegen kann ich auch Julian nachvollziehen. Weil früher hat man erstmal rauslaufen müssen als Auswechselspieler und hat dann abgeklatscht mit dem Spieler, der reinläuft. Dann wäre sowas nicht passiert. Durch die Neuerungen passieren solche Dinge. Und das wäre früher gar nicht möglich gewesen, dann wäre sowas nicht passiert. Wir müssten nicht drüber diskutieren, aber naja, jetzt regelt es der DFB oder eben das Schiedsgericht und dann werden wir es sehen, dann sind wir schlauer. Gut, Markus, wie ihr euch schlagt am Wochenende, werden wir auch sehen. Zum Schluss kommen die Interviewpartner nicht dran vorbei. Mal schauen, ob ich dir auch einen Tipp abbringen kann fürs Spiel oder ob du dich neutral verhältst. Würdest du irgendein Ergebnis unterschreiben, wenn man es dir jetzt auf den Tisch legen würde? Ja, ich will natürlich immer gewinnen, aber ich würde jetzt einen Punkt würde ich jetzt unterschreiben. Also von daher könnte man mit einem 1-1 zum Beispiel sehr gut leben. Wunderbar. Markus, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns sowieso. Sehr und wie gerne. Gesagt, ich hoffe, dass du das Bayern-Gehen in allen Richtungen mal ausleben kannst. Jetzt hast du ja schon so viele Berührungspunkte. Vielleicht kommen in Zukunft noch die ein oder anderen dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke und bis bald. Servus. Jawohl. Servus. Ciao. Ja, du hörst bei Markus schon raus, also er will es auf jeden Fall nicht ruhig angehen lassen, er will sich nicht hinten reinstellen, sie wollen mutig spielen und darum dürfen wir uns auf wirklich ein schönes Spiel freuen und dann schauen wir mal, wie es ausgeht beim Hinspiel. Ja, da hat wieder mal Robert Lewandowski getroffen und überhaupt, Robert Lewandowski, der erzielte in 18 Bundesligaspielen gegen Augsburg 22 Tore, einzig allein gegen Wolfsburg hat er öfter getroffen, 24 Mal. Okay, da war natürlich auch mal ein Fünferpack dabei, da ist es einfacher, aber auf Robert Lewandowski, da werden wir sowieso alle schauen. Die Bayern-Fans, die Augsburg-Fans, weil Robert Lewandowski, der macht so ein bisschen alle verrückt. Geht er, bleibt er und man spricht Bayern mit ihm. Und das ist wirklich ein Thema, das besprechen wir am besten in der Rubrik True or Not True Ping Pong, weil Tobi Altscheffel, der ist nicht nur Chefreporter bei Bild, mein Freund, sondern er ist auch der Lewandowski-Insider. Und deshalb ist Tobi jetzt nochmal hier bei mir im Büro. Tobi, willkommen zurück im Studio Isartor. Studio Isartor, hinter dir die Sportbildflagge, darf man sagen, vor dir dein Laptop. Was für Geschichten wurden da schon geschrieben? Tja, das stimmt. Und hinter mir legendär das Bild von der WM 2006. Die Tribüne, die Pressetribüne von der München Allianz Arena beim Eröffnungsspiel. Da habe ich noch mehr Haare. Da hast du mehr Haare und ich war noch als freier Mitarbeiter in der Redaktion der TZ. Ja, dann lass uns über andere junge Menschen sprechen. Tobi, wir haben heute das True or Not True Ping-Pong ein bisschen modifiziert. Es gibt nicht so viele neue Gerüchte, deshalb lass uns mal kurz einordnen. Momentan gibt es eigentlich wirklich nur zwei wirklich richtig heiße Personalien. Rian Gravenberch und, oh ja, du schaust schon. Prominent. Nusair Masraoui. Masraoui wird immer besser. Perfekt ausgesprochen. Ja, also wir beide, glaube ich, sind uns einig, im Moment schaut es aus, als wenn Bayern nicht viel auf dem Transfermarkt macht, aber die zwei Personalien sind die, die heiß sind und da schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da schaut es gut aus. Stand ist unverändert. Es gibt ein Finanzpaket, das geschnürt wurde, in das sollen beide Spieler reinpassen. Ich glaube, Gravenberch hat schon nach einem Gespräch mit Nagelsmann gesagt, er will mit ihm arbeiten und man muss jetzt eine Lösung finden. Und die Bayern sind recht optimistisch, dass in das Paket auch Masraoui noch reinpasst. Und dann bin ich bei dir. Die zwei Spieler, wenn kommen, glaube ich nicht, dass noch so viel mehr passieren wird. Lass uns noch mal kurz ein Update geben zu Gnabry, Nkunku, Tolisso und Rocker. Haben wir alles berichtet. Bei Gnabry weiterhin verhärtete Fronten. Bayern bietet 15, er hätte gern 18 bis 20. True or not true? Absolutely true. Nkunku haben wir in der Sportbild einen guten Artikel drin gehabt. Die versuchen bei Leipzig, ihn zu verlängern und eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro einzubauen, nachdem wir über das Interesse berichtet haben, hier im Bayern Insider, was wir alles in Bewegung setzen. Aber sagen wir mal ehrlich, Tobi, das ist denen nicht so unrecht bei Bayern, weil diese Saison werden sie ihn wahrscheinlich eh nicht kaufen können. Und wenn er da mal auf dem Markt wäre für fixe 60 Millionen, da kann sie dann Leipzig nicht wieder über den Tisch ziehen.
Ja, das stimmt. Und für irgendwann, für diesen Preis, ist er, glaube ich, schon eine Alternative. Und ich sage mal, bei Gnabry, der hat jetzt nicht wirklich in Villarreal auf sich aufmerksam machen können oder für sich werben können. Also bin gespannt, wie es da weitergeht. Gespräche, hatten wir auch geschrieben, sollen die nächsten ein, zwei Wochen stattfinden. Mal schauen, ob man sich dann näher kommt. Bei Tolisso dagegen, sag mir deine Einschätzung, ich glaube, die Bayern-Bosse fühlen sich nach der erneuten Verletzung doch bestätigt in ihrem Urteil. Ja, genau das ist das, was ich auch gehört habe. Sie haben ihm, wollen ihm kein Vertragsangebot mehr machen, weil er so verletzungsanfällig ist und prompt verletzt er sich. Also ich glaube, das wird die Bereitschaft für ein neues Angebot nicht erhöhen, außer er sieht selber ein, wie verletzungsanfällig er ist und er geht so weit runter, dass die Bayern sagen, okay, wir setzen uns noch an den Tisch. Aber im Moment ganz klares Auf Wiedersehen und au revoir. Und zu dem, was wir gehört haben, soll er geschätzt von 8 auf 12 Millionen steigen wollen beim Gehalt. Und wenn man seine Einsatzzeiten und seine Zuverlässigkeit auf dem Platz in Betracht zieht, dann verstehe ich die Bayern, dass sie sagen au revoir. Genau. Und dann haben wir noch den Rocker, der wird wahnsinnig gern bleiben. Betont es immer wieder extern wie intern, aber Bayern, glaube ich, ist da gar nicht so heiß drauf. Nee, also wenn es einen Abnehmer gibt, der ihn kaufen würde, dann wären die Bayern nicht dagegen. Er ist in der nächsten Saison vielleicht an Nummer 4, 5, 6 im zentralen Mittelfeld, hat wenig Chancen auf Einsätze. Er hatte natürlich zum Ende der Hinrunde mal ein bisschen Gelegenheit, sich zu zeigen, aber da waren auch alle anderen verletzt, muss man dazu sagen. Und so wird es schwierig, aber vielleicht ja am Samstag gegen Augsburg wieder ein paar Minuten, das könnte ich mir vorstellen. Ja, AS Rom hat angeklopft, Betis Sevilla hat angeklopft. Wenn die was Richtiges zahlen, dann wird's heiß. Tobi, dann ist es soweit. Wir machen heute eine ganz, ganz spezielle Folge vom True or Not True Ping Pong, nämlich ein Lewandowski Special. True or Not True? Das ist hier die Frage. So, Tobi, du hast viele Namen. Manche kennen dich unter Miami Tobi, manche kennen dich unter den Namen Lewandowski Insider und deshalb bist du hier genau richtig. DJ Tobi? DJ Tobi habe ich ganz vergessen. Manche nenne ich auch Bayern Insiderchen. Aber kommen wir zu einem genialen Spiel. Wir machen ein Lewandowski-Special. Es dreht sich jetzt nur um Robert Lewandowski. Und Tobi, du darfst die erste Frage stellen. Dann kommt die erste Frage zu Robert Lewandowski. Falki, der FC Barcelona ist der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Levy. True or not true? Das ist true. True. Wir haben hier im Bayern Insider, du hast das erstes gehört, berichtet, wie heiß es ist zwischen Barcelona und Lewandowski. Die spanischen Kollegen hatten ja vermeldet, hat schon zugesagt, nein, so heiß ist es nicht, aber true ist, das Interesse ist da. Pini Zahavi sucht das Gespräch, er ist ein enger Freund von Laporta, dem Präsidenten, und deshalb muss man das wirklich ernst nehmen. Die Bayern-Bosse nehmen es ernst, wie letzte Woche berichtet, und deshalb, wenn sie eine Ablöse zahlen können, das ist ein bisschen momentan das Problem. Salah wird er nicht nach Barcelona geben, weil sie die Ablöse nicht zahlen können. Bayern ist da ein bisschen am Drücker, aber Robert könnte sich's vorstellen, aber nur wenn es bei Bayern scheitert. Deshalb, liebe spanischen Kollegen, nicht übertreiben mit den Gerüchten. Aber ja, Barcelona ist ein heißer Kandidat. Ja, wie du gesagt hast, Zahavi und Laporta kennen sich seit über 20 Jahren. Da ist der Austausch sehr intensiv. Ich glaube, Zahavi hat auch immer mal wieder gesagt, könnt ihr euch das nicht vorstellen? Wie wäre euer Paket? Wollt ihr ihn nicht? Aber es ist bei Weitem nicht so, dass Lewandowski eine Entscheidung getroffen hätte oder dass er, ich glaube, das wurde in Spanien berichtet, seiner Familie schon gesagt hätte, wir gehen nach Barcelona. Nein, soweit ist es noch nicht. So, Tobi, nächste Frage. Paris Saint-Germain darf sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Transfer von Robert machen. True or not true? Gebe ich aktuell einen not true? Not true. Begründung, Lewandowski will, glaube ich, nicht in die französische Liga, weil der Konkurrenzkampf oder die gegnerischen Mannschaften dort nicht auf einem Niveau sind, wo er sagt, absolute Spitzenklasse. Einschränkung, wenn die Situation verfahren wäre bei den Bayern und auch Barcelona, das nicht zahlen kann, was die Bayern gerne hätten, aber dann PSG nochmal um die Ecke kommt, glaube ich, würde sich es vielleicht doch nochmal überlegen. Tja, da sind wir uns nicht ganz einig in dem Punkt. Ich gebe ein True, weil Zahavi, der hat momentan nicht so viele Clubs, die das zahlen können, was Robert will, und er hat wahnsinnig gute Drähte zu PSG. Er hat den Neymar dahin gebracht für 222 Millionen Euro. Er ist mit denen ständig im Austausch und man könnte das dem Robert natürlich schon ein bisschen schmackhaft machen. Also, hey, du beerbst vielleicht Messi, der ist Weltfußballer geworden, du spielst da mit dem Besten der Welt. Ja, Mbappé ist dann weg, aber man wird ja mal sehen, was die da noch so einkaufen. Ich glaube, da ist schon die Türen spaltbreit offen, wenn Barcelona es nicht zahlen kann. Ich sag, das ist der Top-Favorit Nummer 2 auf eine Lewandowski-Verpflichtung mit der Einschränkung, wenn er nicht bei Bayern verlängert. Würde ich nicht widersprechen, aber geht weiter mit dem nächsten Gerücht. Der FC Chelsea steigt auch nochmal in den Poker um Lewandowski ein. True or not true?
Da gebe ich Not True. Not True. Wir wissen, du weißt es, du hast es hier gehört. Letzte Saison hat Zahavi versucht, den Levi dorthin zu bringen, nach London, hat den erzählt, ja, für 80 Millionen kriege ich ihn aus dem Vertrag raus. Da hat er sich getäuscht. Bayern, da war eine sehr komfortable Situation, die haben sie nicht mehr an den Tisch gesetzt. Bei Chelsea haben wir es relativ schnell gemerkt, dass das nicht möglich ist und dass sie da ein bisschen in den Poker reingezogen werden, ohne dass da was dran ist, haben sich dann relativ schnell auf Lukaku versteift, nachdem Haaland nicht zu bekommen war. Ich glaube, aktuell Investor neu, Lukaku noch da, momentan händegebunden, da geht momentan nichts. Also wer die Verbindung kennt, Zahavi Chelsea, hatten wir auch schon mal hier erzählt, als ich bei Zahavi mal zu Hause war, war der Untersetzer für die Getränke ein Chelsea-Logo. Das ist sehr eng, die Verbindung, aber aus den von dir genannten Problemen oder Gründen wird das, glaube ich, jetzt nichts und Chelsea wird nicht einsteigen in den Poker. Tobi, Manchester United will ebenfalls Robert Lewandowski, true or not true? Dem gebe ich ein True. True. Ich glaube, die sind schon länger heiß auf ihn, haben auch mal hinterlegt bei Zahavi, dass sie ihn gerne hätten, wenn es denn eine Möglichkeit gibt. Bei denen ist, glaube ich, klar, es muss sich was tun im Sturm. Jetzt sind Oldies da, Cavani, Ronaldo, mal schauen, wie es da weitergeht. Lewandowski wäre ein bisschen jünger und ich glaube schon, dass der United gut zu Gesicht stehen würde. Die Frage ist, will Lewandowski zu United, weil das ist nicht mehr die Top-Class in Europa. Da gebe ich ein True. Auch was das United-Interesse betrifft, wenn die nicht Champions League erreichen, dann glaube ich, wird es nichts, weil Robert jedes verlorene Jahr, was er nicht Champions League spielt, das ist für ihn ein verlorener Titel und eine verlorene Weltfußballerwahl. Aber ja, Manchester United sucht händeringend den Haaland, bekommen sie nur, wenn wirklich alle anderen aussteigen. Den Harry Kane, den baggern sie auch schon an und bei Robert Lewandowski wären sie natürlich auch gerne mit am Tisch. Dann bleiben wir in England und kommen zum letzten Gerücht. Pep Guardiola möchte noch einmal mit Robert Lewandowski zusammenarbeiten und ihn zu Manchester City holen. True or not true? Da gebe ich ein not true. Not true. Ich kann mir auch nicht vorstellen, na gut, in der Mannschaft Robert, aber eben Pep ist Trainer. Also alles, was ich damals so miterlebt habe mit Pep und Robert, das war keine Ehe, die glücklich war. Ich erinnere mich, wie er ihn damals links auf den Flügel gestellt hat, da war er ziemlich sauer. Ich erinnere mich, wie er Robert, das ist jetzt nicht nur meine Sicht, das ist vielleicht auch ein bisschen Lewandowski-Insider, der war nicht glücklich, wie er ihm die Torjägerkanone geklaut hat, wo er ihn immer ausgewechselt hat und er eigentlich wirklich noch Chancen gehabt hätte. Sonst wäre der durchgehend Torschützenkönig in der Bundesliga. Es hat ihm auch wehgetan. Also ich glaube, das tut er sich nicht mehr an. Guter Vorfall, wie du sagst, am letzten Spieltag ausgewechselt und dann die Chance genommen. Und ich weiß ja von Lewandowski, dass er gerne ein Spiel hat, wo er viele Bälle bekommt, viele Flanken serviert bekommt. Er genoss das letztes Jahr sehr unter Flick, wie gespielt wurde. Sagt, jetzt bekommt er schon weniger Bälle, weil er mehr im Zentrum nach hinten arbeiten muss. Und bei Pep, ich glaube, da sind Flanken ja eh fast verpönt. Also wenn, dann muss der Ball ja ins leere Tor getragen werden. Und ich glaube nicht, dass Lewandowski da gut hinpassen würde. Tja, dann sind wir eigentlich durch beim True or Not True. Eine Variante haben wir noch nicht besprochen, Tobi. Wir glauben ja, Bayern legt ihm ein Angebot vor. Er wird sich furchtbar aufregen. Zahavi wird nachkarten. Es geht hin und her, aber am Ende unterschreibt er doch, oder? Also die treuen Zuhörer des Podcasts wissen ja, dass ich das seit Monaten, glaube ich, sage, dass es so kommen wird, dass das meine Einschätzung ist. Und ich glaube es nach wie vor. Ich glaube, die Bayern würden lieber ein Jahr verlängern. Zahavi und Levi wollen lieber zwei Jahre. Es wird noch einiges hin und her gehen und ich glaube am Ende, wie sagt man so schön, ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Wird es dann so? Wir hoffen es und ich hoffe, dass, ja, dass Zahavi nicht wieder so viel Gift ins Ohr träufelt von Robert, wie er es bei David getan hat und die Fronten dann so verhärtet sind und er sich die Hände reiben kann und dann wieder geschafft hat, dass er einen Deal machen kann mit einem anderen Club, der ihm mehr Geld einbringt. Ich hoffe es nicht. Ich glaube am Ende, der Markt wird auch begrenzt sein für Robert. Ich glaube, so hoch können sie dann auch nicht pokern. Bayern fehlt natürlich die Alternative, um ein Drohszenario aufzubauen, eine ernsthafte Alternative. Also am Ende werden sie zusammenbleiben, weil sie zusammenbleiben müssen, weil, wie sagt man so schön, es wächst zusammen, was zusammengehört. Ja, ich denke, dass es so kommen wird. Ich glaube, Alternativen könnte es schon geben, aber keine auf dem Lewandowski-Niveau. Und am Ende reicht man sich die Hand und sagt, genial, dass wir weiter zusammenarbeiten. Genial. Danke, Tobi, dass du da warst. Sehr gerne. Ob Lewandowski jetzt bleibt oder ob er geht, das wird den Augsburgern relativ wurscht sein. Für die zählt nur am Samstag, steht er auf dem Platz und wird wieder alles tun, um seine Trefferquote gegen Augsburg zu erhöhen.
Ja, und weil Augsburg natürlich das Bayern-Bodeln jetzt nochmal gehörig befeuern könnte, haben wir einen extra Mann auf Augsburg eingesetzt, eine Spezialwaffe. Ich sag mal, es ist der Bayern Insider Junior, jetzt Augsburg Insider, und darum sprechen wir heute mit Kian Falk als Gegner Insider. Bayern Insider, der Gegner Insider. Servus Kian, du bist heute mein Gegner Insider. Servus. Ja, du warst beim Spiel, du hast Augsburg beobachtet, Augsburg gegen Mainz, enges Spiel, 2-1. Ja, was hast du denn gesehen? Wie kann Augsburg Bayern denn wirklich gefährlich werden? Ja, also ich glaube, das Sturmduo mit Niederlechner und Hahn war schon sehr überzeugend bei dem Spiel gegen Mainz. Vor allem André Hahn, der hat eine sehr starke Leistung gezeigt. Und man hat ja auch gesehen im Hinspiel beim 2-1 für den FCA hat er auch ein Tor geschossen. Und ich glaube, dass er den Bayern schon sehr gefährlich kommen könnte. Tja, du hast ja dem Trainer Markus Weinzel nach dem Spiel auch eine Frage zu Hahn gestellt. Und da klang er doch wirklich sehr, sehr positiv und auch so, als dass er wieder aufstehen wird. Ja, er hat gesagt, dass man Hahn immer aufstellen kann, auch wenn er gerade von einer Corona-Infektion wieder zurückgekommen ist und dass er immer seine Leistung bringen wird. Tja, du warst auch dabei bei der Benotung bei den Augsburgern. Reece Oxford, der hat eine 5 bekommen, eine Bildnote 5. Ist der eine Schwachstelle? Wird Bayern da durchmarschieren? Ja, man hat schon gesehen, beim letzten Spiel hat er viele kleine Fehler und auch größere drin gehabt, wie zum Beispiel die Stellungsfehler. Oder den Absprachefehler, der auch in der ersten Halbzeit zu einer Riesenchance für Mainz geführt hat, wo sie dann aber nur ins Außennetz geschossen haben. Aber auch das 1-1, also da war er beteiligt, weil er viel zu weit vom Gegenspieler weg war. Aber im Normalfall sollte ihm das nicht passieren und man ist es auch von ihm nicht gewohnt. Und ich glaube, dass er sich gegen Bayern wieder gefangen hat und dass es nur eine Tagesform war. Ja, Kian, du wirst am Samstag auch im Stadion sein für Bild. Jetzt wird es natürlich schwierig. Du bist der Gegner Insider, du bist der Augsburg-Insider, aber ich habe auch Insider-Informationen, dass dein Herz ein bisschen für den FC Bayern schlägt. Jetzt sag mal, was tippst du denn? Ja, also ich glaube schon, dass sich Bayern da durchsetzen wird, auch deutlich, weil man hat ja jetzt gesehen, gegen Villarreal haben sie verloren und auch das Spiel gegen Freiburg ist noch fragwürdig, ob das zählen wird. Und deswegen glaube ich, wollen die Bayern nochmal wirklich zeigen, was sie drauf haben. Und auch wenn der FCA jetzt aus den letzten 2 Spielen 6 Punkte mitgenommen hat, glaube ich, dass diese kleine Siegessträhne jetzt anhalten wird und Bayern meiner Meinung nach mit einem 2-0 gewinnt. 2-0. Wir nehmen dich beim Wort und werden es hinterfragen und sehen, ob du dann auch ein Bayern-Insider bist. Gern, schön, dass du da warst und vielen Dank. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Das Spiel gegen Augsburg, das wird natürlich nur der Auftakt vor einem straffen Bayern-Programm. Und zwar am Dienstag, da geht's weiter zu Hause gegen Villarreal. Das Rückspiel 12.04., danach 17.04. Da spielen wir in Bielefeld und dann das Topspiel am 23.04. gegen Dortmund. Und ich muss dir gestehen, ja, der Bayern Insider geht in den Urlaub. Ja, ganz ehrlich, ich habe ihn so geplant, wie ein Bayern Insider seinen Urlaub plant. Wir kommen weiter gegen Villarreal. Der Vorsprung in der Meisterschaft ist riesig. Da macht das Dortmund-Spiel natürlich nicht mehr viel wett. Und dann wäre ich wieder rechtzeitig zurück zum Halbfinale gegen Liverpool, 27.04. Und so muss es auch kommen. Deshalb sei mir nicht böse, wenn ich dich in dieser schwierigen Phase nicht unterstütze. Und du weißt auch wenn der Bayern Insider mal kurzzeitig Urlaub macht, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.